Flo? Ja. Bist du da? Ja. Bist du in der Zelle drüben? Ja. Mist. Habt ihr wirklich geglaubt, dass ich euch eure sogenannten zufälligen Begegnungen immer wieder ignoriere? Ich meine, sie haben uns noch nie gesehen, oder? Haben sie uns jemals in der Traumwelt gesehen? Ja, wirklich? Aber logisches Denken ist auch bei mir noch nicht so kaputt. Hast du gehört? Ja. Das? Warte mal. Explodiert da was? Oh! Oh, okay. Yui, yui, yui. Oh, okay. Und da seid ihr schon wieder frei. Hallo, hier ist Ronja und so, wir haben letzte Folge den Hausmeister bisschen verärgert und er weiß jetzt, dass Flo und ich die Leute sind, die ihn immer aufgehalten haben. Das heißt, ich glaube, künftig wird es schon ein bisschen schwieriger, die ganzen Projekte zu verhindern, die er vorhat. Aber jetzt habe ich erstmal Unterricht. Das heißt, ich setze mich hier mal wieder rein. Hallöchen, sorry für die Verspätung. Hallo, guten Tag. Hi, Norbert. Ja? Hallo? Auf geht's. Dann machen wir den Unterricht. Erstmals, du bist zu spät. Die Zahl ist Minus. Ich bin nicht viel und zu erstens, spät. Du bist zu früh. Du wo wohnst du überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Der Hausmeister hat gesagt, du warst letzte Nacht hier im Gebäude. Zu früh, auch ein Minus. Aber nein, ich hatte Brezel. Wir gebacken. Machen jetzt Mathematik. Ach nö, warum? Willst du einen Popel? Nee, danke. Alles klar. Vielleicht der Lehrer. Kann mir irgend... Du sitzt jetzt in der letzten Reihe. Nein, ich will aber nicht in der letzten Reihe sitzen. Also, kann mir irgendjemand sagen, was das hier für eine Zahl ist links neben mir? Das ist ein Männchen, das ist keine Zahl. Falsch, noch ein Minus. Wieso gibt's die, denn... Das dahinten. War eine richtige Antwort. Hey, komm zurück! Der ist doof. Seht ihr? Mein Zwillingsbruder. Ich bin nur... Was ist das für eine Zahl? 13? 2. Sie haben noch eine Chance. Sie haben 2. 3. Richtig, woher wussten Sie das? Das ist sehr gut. Plus. Dann die Dame. Was ist das hier für eine Zahl? Das ist ein Pi. Richtig, und das wäre. Pipi! Pipi! 3,14 irgendwas? Ich bräuchte bitte genau auf 10 Dezimalstellen. Auf 10 Dezimalstellen? Niemand kennt es auf 10 Dezimalstellen. Das wissen nicht mal 3, Sie. 3,1,5,9,6,5,5,8,9,7,9. Keine Sorge, und das noch Minus. Auch ja. Alles klar, der Mann im Orange. Was ist das hier oben für eine Zahl? Das ist, die Quadratwurzel der 37? Nein, das ist ein Fisch. Minus. Aber das ist doch kein Wort, keine Zahl. Alles klar, ich gebe noch eine Chance, ihre Note sich auszubessern. Was ist das hier? Was ergibt das hier rechts oben? Das ist gar keine richtige Rechnung. Das ist meine Tage. Hey! Okay. Ich meine, oh, der kommt fast gleich doch wieder. Das heißt, es ist eigentlich ganz gutes Timing. Dann nutze ich oh das mein Gott, mal. Ich bin zu spät. Du kannst gleich mitkommen, der kommt fast leuchtet. Hä? Ich dachte, wir schreiben Mathearbeit. Nee, wir machen keine Mathearbeit. Dings, wir hatten nur Unterricht und Norbert hat die Tafel abgebaut. Ich hab die Tafel geklaut. Alles klar. Ich kann nicht eine Tafelrunde machen. Mal wieder ein produktiver Schritt. Mach eine Tafelrunde. Ist echt so, hatten wir jemals richtig... Also ich glaube, den längsten Unterricht, den wir jemals hatten... Oh, stimmt, da war ja was. Okay. Popelkunde von Norbert. Wie kommen wir denn da jetzt rein? Mein Brecheisen ist noch nicht da. Hast du keinen Brecheisen? Ich dachte, du hast einen Brecheisen bestellt von Amazon. Ja, aber ich Dings. Ich muss meinen Prime kündigen, weil, Dings. Hättest du was gesagt? Meine Mama hat doch noch Prime. Dann hätten wir doch über den. Ja? Norbert, du hast zufälligerweise bestimmt ein Brecheisen dabei. Norbert, du kennst dich doch aus mit Primzahlen. Ich habe eine Tafel. Okay, kann man mit der Tafel durch die Eisentür hier brechen? Nein! Hey, warte mal, hast du gesagt, dein Popel ist ätzend? Nur am Sonntag. Nee, heute ist kein Sonntag. Okay, Norbert, kannst du hier irgendwie...
Warte mal, das ist Ziegelstein. Ziegelstein ich ist nicht. Ich mache meinen Kopf dagegen. Ja? Yeah? Okay. Bis sie aufgeht. Aua. Oh nein. Aua. Norbert, ich glaube. Norbert ist gut. Norbert. Tu dir nicht weh. Okay, danke für deine Hilfe. Mein Hirn hat bluten. Mein Mund schmeckt nach Blut. Ich glaube, ich gehe mir erstmal. Geh vielleicht mal ins Krankenzimmer. Und lass den Pflaster draufkleben oder so. Ja, okay. Oh Gott. Ist die Fee da? Nö. Sicher? Ey, wo ist die? Hallo. Hast du Äpfel für uns? Wir müssen in die andere Welt. Ja, aber pass auf. Sonst werdet ihr wieder gefangen. Okay, ja, wir passen auf. Wir können einfach theoretisch woanders hinlaufen, oder? Damit wir an einer anderen Stelle rauskommen. Dann werdet ihr woanders erscheinen, ja. Dankeschön. Okay, dann lass uns vors Gebäude gehen, oder? Oder einfach irgendwo weiter weg, damit wir nicht wieder in irgendeiner Falle landen. Oh, das wäre... Ist das, glaubst du, das ist, hängt zusammen? Ja, klar. Das war ja, als wir in dieser Burg waren. Da sind wir ja auch an unterschiedlichen Stellen reingegangen und an unterschiedlichen Stellen rausgekommen. Okay. Von daher... Der Hausmeister denkt bestimmt nicht daran. Ich glaube, es reicht, wenn wir einfach hier bleiben, oder? Und dann verstecken wir uns ein bisschen hinter der Säule und essen. Okay. Hast du den Apfel? Jo. Okay. Essen? Mhm. Wo sind wir hier? Ey, oh. Was macht ihr hier? Ich hab doch meiner Crew gesagt, die sollen aufpassen, dass hier keine Fremden einfach reinkommen. Ja klar, das wurde uns gerade gesagt, wir waren eigentlich gerade auf dem Weg nach draußen, sorry. Ja, und okay. Wir sind ja keine Fremden, also okay. Dings, wir kennen uns ja auch vom Dings vom Bierpong spielen. Ja, genau. Damals, ja, 1976, ja, nein, ist in Ordnung, ja, eben. Wir sind schon auf dem Weg, danke. Danke. Schönen Tag noch. Ja, gleichfalls, tschüss. Wo sind wir hier? Ich glaube, das ist so eine Art Waffenlager-Dings. Das ist meistens keine gute. Kommst du mit, Flo? Ja, ich gucke auf der anderen Seite, das ist eh gleich. Anscheinend. Ich komme ja trotzdem mit mir mit, sonst verlaufe ich mich hier. Hier bin ich. Wo? Okay. Okay, dann komm mal mit. Dann finden wir vielleicht irgendwas. Ronja! Was denn? Rote Wolle. Oh, okay. Meinst du, die Fee hat wieder rote Wolle hingebaut? Okay, es sieht so aus. Das ist sehr vielversprechend. Das heißt, wir finden tatsächlich vielleicht auch mal den Weg, wo wir hin müssen. Ich find's gut, dass die Fee wieder da ist. Ohne die Fee war es ein bisschen anstrengend. Okay. Komm, ich glaube, hier müssen wir rein, oder? Ja, klar. Gut kombiniert, Mr. Detektiv. Hier geht's durch? Rote Wolle. Alles klar. Sobald man die rote Wolle hat, geht's so viel einfacher, ha? Die Frage ist, was macht der hier? Baut der irgendeine Waffe oder irgendein, keine Ahnung, Panzer? Ich meine, oder, warte, hier sind Flugzeuge. Das nehme ich mit. Okay, nimm mit, warum denn nicht? Ich meine... Hey, hallo! Oh, nicht schon wieder. Bist du denn hier? Hallo Norbert, was machst du denn hier? Ich will so ein Ding fliegen. Ja, nimm mal das hier rein. Ja. Ich weiß nicht, ob man die fliegen sollte. Ich meine, wir sind ja hier auch in einem... Ich bin Profi, vertraut mir! ...in einem verschlossenen Gebäude. Und dadurch könnte man fast sagen, es wäre besser, wenn man hier nicht fliegt. Was ist dieser Knopf? Oh nein. Oh, alle hat wehgetan! Ich fass nur mal rein! Das ist ein Stromkabel! Oh Gott. Verbeiß mal rein! Wir sollten weitergehen. Ich glaube, meine Leber ist verbrannt. Oh Gott, Norbert, sei vorsichtig. Muss das sein? Kannst du nicht nach Hause gehen und schlafen? Hä? Oder so? Warte, bringst du uns am Feuern? Damit du dir nicht... Ich kann lesen! Seit wann kannst du lesen? Ich hab gepupst. Okay, Norbert, wir gehen schon mal ein Stückchen weiter. Viel Spaß noch beim Fliegen. Oh nein. Was denn? Der Typ. Ach so, ja. Bist du schon voraus? Ey, das sieht geil aus hier. Was ist das hier? Oh, ich glaube, das ist ein... Warte, schau. So. Oh, okay. Oder ist oben rote, warte. Ich glaube... Nö, ist gar nichts. Doch, hier geht's weiter. Also, ich weiß nicht, warum du da jetzt runter bist, aber... Kommst du wieder hoch? Yeah. Okay. Ich gehe schon mal... Oh, perfekt. Hier geht's weiter. Hier ist noch mehr rote Wolle. Das ist ja ganz hilfreich. So, jetzt ist meine persönliche Frage,
ist das das Ende? Ist das, wo wir hin müssen? Rote Wolle ist aus. Rote Wolle ist aus. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das ist, wo die Fee uns hinlocken wollte. Okay, was ist denn hier vorne? Siehst du irgendwo den Hausmeister? Ich glaube... Also, vorne sind Flugzeuge. Nicht. Ich glaube, hier kommen die tatsächlich auch raus. Das heißt, ich bin froh, dass Norbert hier vorne nicht gespielt hat. Oh, da oben ist er. Siehst du ihn? Triebwerke starten. Ihr werdet mich niemals aufhalten. Was wollen Sie denn? Was machen Sie denn? Vorbereitet. Ja, jetzt geht's los, Freundchen. Tschüss. Oh mein... Drew, der Hausmeister ist weg. Wir können nichts mehr machen. Er ist einfach weg. Hä? Ich dachte, wir wollten aufhalten. Ja, aber... keine Ahnung, was der gemacht hat. Ob der irgendwie in eine andere, keine Ahnung, Dimension geflogen ist oder frag mich was. Er hat dir nicht gesagt, dass wenn wir stirbt, dass man einfach aufwacht. Aber der ist doch nicht gestorben. Was passiert? Hä? Der ist... Keine Ahnung, was passiert ist, aber... Oder nicht mal, wo ist er hin? Hast du genau gesehen? Und nein, es gab eine Explosion, dann war er weg. Und er wirkte eigentlich halbwegs... Was macht ihr? Warte, habt ihr da gemacht? Oh, das soll gar nicht angehen. Ihr habt das alles kaputt gemacht. Was? Na warte, ich werde euch... Wir das haben wir nicht gemacht. Jetzt, nein, was haben wir denn gemacht? Nein, oh mein Gott, nein, Hilfe, nein! Ah! Flo, bist du auch wieder da? Ja. Hat er dich auch runtergeschubst? Nö, ich bin nachgesprungen. Okay. Mist, jetzt ist der mit dem Dings durchgekommen, mit dem Flugzeug. Was hat er denn damit vor? Ich weiß nicht. Wenn wir den Hausmeister jetzt in der richtigen Welt mit einem Düsenjet sehen, dann wissen wir, woran es liegt. Ganz toll. Oh nein. Oh, die Welten werden immer verrückter. Ich weiß gar nicht, was das soll. Ich meine, was hat der da für eine Vorstellungskraft? Ich meine, wie macht der das überhaupt, dass er diese Welten kontrolliert? Ich meine, wir können immer nur hinterher springen, aber der scheint da irgendwie ein bisschen mehr Kontrolle drüber zu haben, oder? Ja, also wenn ich ein Hausmeister wäre, der nichts zu tun hat, außer irgendwelche Flüssigkeiten zu entfernen. Echt so. Ich meine, Hausmeister scheint der einfachste Job aller Zeiten zu sein, wenn er die ganze Tor Zeit hat. Offen. Oh, endlich, ganz ehrlich. Die Doku stimmt auch. Was? Die Doku hat wirklich stimmt. Ja. Okay. Okay, dann sehen wir uns morgen. Mach's gut. Ciao. Ciao.